Liebe, was ist Liebe? In diesem Podcast gebe ich eine Antwort oder besser gesagt dreimal drei Antworten aus Sicht von Modeling und NLP. Es geht um Liebe und Selbstliebe. Es geht um bedingte und bedingungslose Liebe. Es geht um Liebeleistung. Es geht um Liebe, Vertrauen und Sicherheit, um Liebe psychografisch und am Ende auch um spirituelle Liebe. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 130 von Dienstag, dem 15. Oktober 2024, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es jede Woche um Modeling und um NLP und den entsprechenden Blick auf die Welt. Und wenn du jede Woche von diesem Podcast gleich frisch erfahren möchtest und samstags einen großartigen NLP-Essay in deinem E-Mail-Postfach haben möchtest, dann abonniere meinen Newsletter unter www.ralfstumpf.de/newsletter. Heute also geht es um die Liebe. Ein Podcast über Liebe. Und da frage ich mich jetzt natürlich, und du hast das dich vielleicht vorher auch gefragt, worum geht's in einem Podcast, in dem es um Liebe geht? Und ich bin mir fast sicher, dass du an irgendetwas denkst, an das ich nicht dachte. Und dass ich an was dachte, woran du jetzt nicht denkst. Und das liegt daran, dass von meinem Trainertraining, was ich Anfang der 90er Jahre besucht habe als Teilnehmer, ist mir interessanterweise vor allem eine Sache in Erinnerung. Das war die Abschlusspräsentation einer anderen Teilnehmerin. Und die wollte uns erklären, wie Kommunikation funktioniert und wie der Blick auf die Welt funktioniert. Und deswegen hat sie uns gebeten, jeder von uns, wir waren ungefähr 20 Leute in der Gruppe, die dazu gehört haben, jeder von uns möge doch mal die fünf naheliegendsten Assoziationen aufschreiben zu dem Begriff Liebe. Wir haben gesagt, ungefähr 20 Leute. Und dann haben wir gesammelt, was die Einzelnen aufgeschrieben haben, und wir kamen bei 20 Leuten, wo jeder fünf Begriffe aufgeschrieben hat, auf fast 100 Begriffe. Das heißt, mit anderen Worten, das meiste, was irgendwelche Leute geschrieben haben, hatten nur die geschrieben. Und wir guckten völlig verwirrt in der Gegend herum, weil da gab es Leute, die schrieben sowas auf wie Rot, Herzen, Rosen. Und daneben saß einer, der schrieb auf Jesus, Maria, Josef, Heiland, Gott. Ein anderer schrieb Sex, Gefühl, Kuscheln. Und jemand anderes schrieb Romantik, Berührung, Wärme, Nähe. Und die guckten sich an. Einer schrieb dann auch sowas wie Kinder, Eltern, Vater, Mutter. Und wir guckten uns alle gegenseitig an und dachten, wie kann das so gaga sein, was du aufschreibst? Und dann meinte die Kollegin in ihrer Präsentation, wir sollten an diese Übung zurückdenken. Wenn wir jemals irgendeinen Menschen fragen, liebst du mich? Und er sagt, ja. Und wir sagen, ich dich auch. Dass wir im Grunde keine Ahnung haben, woran dieser Mensch da eigentlich gerade denkt, wenn es um Liebe geht. Ich fand die Übung großartig. Ich habe die später oft in meinen Seminaren gemacht. Und dann dachte ich mir, ich mach's jetzt geschickter. Weil am Ende die Überraschung ist halt so, dass wirklich, es gibt kaum Verdopplungen. Da habe ich den Leuten gesagt, schreib doch mal auf die fünf Assoziationen zu dem Begriff Liebe, wo du glaubst, dass das ist, was die meisten Leute aufschreiben. Also die naheliegendsten, banalsten, direktesten Assoziationen zu dem Begriff Liebe. Und es war genau das Gleiche. Es war genau das Gleiche. Jeder fand irgendwas anderes komplett naheliegend und wir hatten schon wieder bei 10 bis 20 Leuten 50 bis 100 Begriffe. Es ist wirklich so, dass ich seitdem den Satz, liebst du mich? Ja, ich liebe dich, ich dich auch oder ähnliche Fragen, wenn man weiß, was man nicht weiß, wenn man das sagt, ist es schon erstaunlich. Andererseits, wenn dich einer fragt, liebst du mich? Die Gegenfrage, wie definierst du Liebe, ist natürlich jetzt so unglaublich romantisch auch nicht. Also von daher ist es vielleicht wenig praxistauglich. Aber wenn du eine Beziehung hast, die schon längere Zeit geht und wo man auch mal über sowas reden kann, dann könnte das eine spannende Idee sein, diese kleine Übung zu machen, die fünf
ersten Assoziationen, die fünf naheliegendsten Assoziationen zu dem Begriff Liebe. Und darum ist jetzt auch die Frage, worum geht's heute, worum geht's in diesem Podcast zum Thema Liebe aus Sicht von NLP und aus Sicht von Modeling? Liebe kann ja im NLP-Modell so viel sein und ich will dir da also jetzt heute ein paar Sachen anbieten. Genauer gesagt, drei Modelle, die sich jeweils, wo jeweils eine Triade eine Rolle spielt. Darum nenne ich das das 3x3 der Liebe. Und es geht zum einen um etwas, was ich sehr früh entdeckt habe und gerne in meinen Seminaren einsetze. Da geht es um bestimmte Arten von Liebe. Du hast vielleicht schon mal davon gehört, von der bedingten und der unbedingten Liebe. Und weil wir hier einen NLP-Podcast haben, wo es also sehr halt auch im Ich-Bereich stattfindet, geht es natürlich an dieser Stelle auch um das Thema Selbstliebe. Dann will ich dir auch vorstellen, eine Idee, wenn du Triade hörst, ahnst du, was jetzt kommt. Liebe psychografisch. Also natürlich, Liebe gehört zum Beziehungsbereich, aber man kann doch nicht sagen, dass jetzt im Erkenntnis- oder Handlungsbereich keine Liebe stattfindet. Also da müssen wir mal gucken, was da das dann entsprechende ist. Da schauen wir auch gleich hin. Und dann am Ende noch eine Triade von Vera F. Birkenbiel, über die ich schon mal auch in einem anderen Podcast geredet habe. Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen als drei spirituelle Ressourcen. Und wenn wir gerade über spirituelle Ressourcen reden, ist es natürlich auch spannend, zum Beispiel mal zu gucken, Liebe auf den logischen Ebenen, also angefangen von Kontext, Verhalten, Strategien, Werte. Also da würde ich sagen, können wir auf jeden Fall einhaken. Liebe ist ein Wert. Im Sinne von, Liebe ist mir wichtig, ich will Liebe in meinem Leben haben. Es scheint sogar Menschen zu geben, bei denen es Liebe ein Aversionswert. Die versuchen, Liebe zu vermeiden. Komisch, aber je nachdem, welche Erfahrungen man biografisch gemacht hat, damit sind wir auch auf Ebene 4 auf der Timeline, könnte man da ein paar Sachen mal sich genau angucken. Dann Liebe auf Ebene 5, Selbstliebe, werden wir gleich drauf kommen, ist eine extrem wichtige Ressource. Ich glaube nicht, dass es ein glückliches, gesundes, sinnvolles Leben geben kann, in dem die Selbstliebe fehlt. Da schauen wir uns gleich an, was das auch bedeutet, Selbstliebe. Und Ebene 6, super naheliegend, Zugehörigkeit, andere Menschen, signifikante, emotionale andere, Liebe als Grundgefühl, Liebe zwischen Eltern und Kindern, zwischen Partnern, innerhalb einer Gemeinschaft. Natürlich gehört die Liebe auch auf Ebene 6 und Ebene 7. Manche denken da auch zuerst dran, dass sie sagen, Liebe ist ein spirituelles Gefühl, göttliche Liebe, das Universum ist Liebe, so weit in der Richtung. Und wenn du dir überlegst, dass du es also jetzt psychografisch darstellen kannst, dass du es auf den logischen Ebenen darstellen kannst, dass du es in allen möglichen Kontexten darstellen kannst, dass du es bestimmt auch Spiral Dynamic mäßig darstellen kannst, ist es eigentlich ein Wunder, dass wenn 20 Leute jeweils 5 Assoziationen zum Begriff Liebe aufschreiben, dass nur 100 sind. Man würde ja eigentlich 500 erwarten bei der Vielfalt von Möglichkeiten, die es da gibt. Okay, lass uns einsteigen zum Thema Liebe in dem Sinne, wie wenn man einen Moment drüber nachdenkt und es auch gerade im Coaching sieht, möglicherweise das vielleicht naheliegendste ist, Liebe und Selbstliebe. Und da gibt es diese Idee von bedingter und unbedingter Liebe. Bedingte Liebe heißt natürlich, du musst irgendeine Bedingung erfüllen, damit du Liebe bekommst von jemand anderem oder von dir selber. Ein heikles, spannendes Thema, das gucken wir uns gleich genau an. Und manchmal hörst du auch von Leuten sowas wie, wenn du das und das machst oder wenn du das und das nicht machst, dann kann ich dich nicht lieben oder zeige mir, beweise mir, dass du mich liebst, solche Geschichten. Und manchmal hat man da auch ein komisches Gefühl. Warum sollte ich das beweisen? Warum sollte ich das zeigen? Ist das nicht selbstverständlich? Und wenn du Kinder hast, dann kannst du dir überlegen, was musste das Baby machen? Also was musste dein Kind kurz nach der Geburt machen in den ersten Wochen oder Monaten dafür, dass du es liebst? Und die korrekte Antwort ist überhaupt nichts. Also einfach nur existieren. Und wäre das nicht schön, als Erwachsenen ging es einem genauso? Ach ja. Es gibt eine Skala Sicherheit, Vertrauen, Liebe, die möchte ich dir jetzt vorstellen. Und meine Theorie ist, dass bei dieser Skala Sicherheit, Vertrauen und Liebe
bei vielen Menschen die Skala um 1 verrutscht ist. Das heißt, die nennen's Vertrauen, meinen aber Sicherheit, und die nennen's Liebe, meinen aber Vertrauen. Und auf die Art entsteht diese Verwechslung zwischen bedingter und unbedingter Liebe. Und um das zu definieren, Sicherheit, Vertrauen und Liebe, können wir in dem Fall sogar mal einfach wieder einfach in die Mathematik gucken und uns mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigen und fragen, was heißt denn eigentlich mathematisch gesehen Sicherheit? Und Sicherheit ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 oder auch von 100%. Das heißt, sicher ist, dass das halt so ist. Das ist dann halt wirklich sicher. Also das war so, das ist so, das wird immer so sein. Da wird sich auch niemals irgendwas ändern. Und das ist sicher. Alles unter 100%, also ab 99,999 ganz viele Neuner, ist dann mehr oder weniger wahrscheinlich. Und darum gibt es ja auch diese Formulierung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Dass die Wahrscheinlichkeit dahin grenzt, heißt noch nicht, dass sie da schon ist. Also wenn wir davon ausgehen, Sicherheit ist 100%, das ist so, war so, wird immer so sein. Und dann gucken wir ins Leben. Und du kannst dich fragen, was im Leben ist eigentlich sicher? Also im Sinne von, ohne jeden Zweifel, 100% war so, ist so und wird immer so sein, dann stellst du fest, nicht viel. Also gar nicht viel. Genauer gesagt, beim erwachsenen Menschen zwei Sachen. Also in deinem Leben ist sicher, dass es dich gibt, weil wenn es dich nicht gäbe, dann wäre es nicht mehr dein Leben. Das heißt, dass du existierst, ist in deinem Leben sicher und daraus könnte die Selbstsicherheit entstehen. Und das Zweite, was in deinem Leben sicher ist, ist, dass du irgendwann sterben wirst. Und an dieser Stelle könnte die spirituelle Sicherheit entstehen. Alles andere, außer diesen beiden Sachen, ist mehr oder weniger wahrscheinlich für das Kind. Für das Baby und für das Kleinkind sollte eigentlich, so wie wir gestrickt sind, auch noch sich sicher anfühlen, die Existenz der Eltern, vor allem der Mutter. An dieser Stelle auch mit andauerndem Körperkontakt. Also nach allem, was ich weiß, ist das Thema inzwischen durch. Da braucht man nicht mehr groß drüber reden. Dass rudellebende Säugetiere der Gattung Mensch brauchen andauernden Körperkontakt. Es gibt da ein ziemlich einfaches Experiment, und zwar bei den Säugetieren gibt es zwei Grundunterarten. Bei den einen ist es so, dass die frisch geschlüpften geborenen Babys so gebaut sind, dass sie andauernden Körperkontakt wollen, und bei den anderen ist das so, dass sie so eingerichtet sind, dass man sie auch mal einen Augenblick alleine lassen kann. Und die Frage ist, wie kann man das Ganze unterscheiden? Und die Antwort ist ziemlich simpel. Lass ein so ein Tier oder Menschenbaby einfach mal einen Moment irgendwo liegen. Wenn es sich duckt, klein macht, nicht mehr bewegt und auch keinen Geruch ausströmt, so dass es der Wolf nicht findet, wie zum Beispiel bei Rehen, dann ist es von der Natur so eingerichtet, dass man es alleine lassen kann, weil es sich duckt und unsichtbar macht. Wenn es aber anfängt zu schreien, und damit dem Muttertier leichter macht, gefunden zu werden, auch dem Wolf übrigens, dann ist es so gedacht, dass es für andauernden Körperkontakt ist. Jetzt könnte man das Experiment bei Menschenbabys machen. Ich finde es netter, wenn man es nicht macht, weil du weißt doch, was rauskommt. Also ich weiß noch, wie damals unsere Tochter geboren worden ist. Hatten wir ja auch Gespräche mit der Hebamme. Und die Hebamme meinte dann, dass sie öfter mal bei jungen Muttis eine Sache erlebt, wo ihr als Hebamme schwerfällt, sich in irgendeiner Weise dazu zu äußern. Und zwar meinte sie, da kommt auf eine junge Mutter und sagt ihr ein paar Tage nach der Geburt des Kindes, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Mein Kind schreit die ganze Zeit. Ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes, ich mache sonst was. Es schreit und schreit und schreit. Und dann irgendwann bin ich so verzweifelt, dass ich es hochnehme, dass ich es in Arm nehme. Und dann hört es endlich auf zu schreien. Und dann lege ich es wieder hin. Und dann schreit es wieder. Und dann meinte die Hebamme, wie deutlich soll das Kind das jetzt noch zum Ausdruck bringen, was es möchte? Also, lange Rede, kurzer Sinn, Menschen sind gemacht für Körperkontakt als Babys. Und wenn du das hattest, Klammer auf, hat in unserer Kultur eigentlich niemand als Kind erlebt, Klammer wieder zu,
Aber wenn du das gehabt hättest, dann wäre Sicherheit sozusagen installiert als Grundidee. Und das, was das Baby im Idealfall mit den Eltern erlebt, nämlich im Sinne von waren immer da sind, da werden immer da sein, würde dann im Erwachsenenalter auf irgendeine Art von Gottesbild projiziert, im Sinne von der, der immer ist. Also Jahwe, der Gott des Alten Testamentes, ist der ich bin, also auch war, ist und wird sein. Übrigens hat, ich glaube, Richard Dawkins war das, der hat mal die Frage gestellt, wenn Gott die Welt erschaffen hat, wer hat dann eigentlich Gott erschaffen? Aber ich glaube, das vertiefen wir jetzt hier nicht. Also Sicherheit ist 100%. Das war so, das ist so, das wird immer so sein. Und mein Tipp ist, da gibt es genau zwei Sachen, die da rein gehören, diese Kategorie. Zum einen, du existierst und das sollte dir Selbstsicherheit geben, im Sinne von, dass du weißt, während du lebst, wirst du nicht verschwinden. Und das zweite ist, dass du irgendwann sterben wirst und in eine Welt danach eintrittst, wenn du von dieser Welt irgendetwas erwartest, was dich mit einer gewissen Zuversicht und Neugierde dahin blicken lässt, dann wirst du auch eine spirituelle Sicherheit haben im Leben. Darüber habe ich ja neulich mal einen Podcast gemacht, wo ich da eingestiegen bin. Dazu vielleicht noch eine Bemerkung, die mir sehr geholfen hat. Die ist von Osho. Der meinte in irgendeinem seiner Vorträge, wenn du dir keine Sorgen machst bezüglich der Frage, wo du vor deiner Geburt warst, warum machst du dir dann Sorgen über die Frage, wo du nach deinem Tod sein wirst? Und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein schönes Bild, weil es ist ja, man kann ja gut davon ausgehen, dass du nach deinem Tod wieder dahin gehst, wo du vor der Geburt warst. Und wenn du dir keine Sorgen machst, wo du vor deiner Geburt warst, dann musst du dir auch keine Sorgen machen, wo du nach dem Tod hingehst, meint Osho, und ich schließe mich dem gerne an. Also das ist Sicherheit, 100% wahr. Ist und wird immer so sein. 99% sinkend ist dann Vertrauen. Jetzt wird's spannend, weil Vertrauen ist etwas, was im Alltag eine deutlich größere Rolle spielt als Sicherheit. Jetzt kennst du mich ja als NLPler und als Modeling-Experten und da wird's dich bestimmt erstaunen zu erfahren, dass ich auch hobbymäßig Zahnfüllungen mache. Also ich habe mir da mal so einen alten fußgetriebenen Zahnarztbohrer besorgt, wo ich also über so eine Kurbel mit Fußpedal doch auf ordentlich Umdrehungen komme und ich mache da gerne mal so ab und zu im Bekanntenkreis hobbymäßig Zahnfüllungen. Also wenn du möchtest, dann komm mal vorbei, ich mache dir eine Zahnfüllung. Jetzt wäre meine Frage, tätst du mir da Vertrauen in dieser Hinsicht? Und ich hoffe, du sagst nein. Und dann würde ich dich fragen, warum? Würdest du mir, gesund wie du bist, nicht vertrauen, dass ich außer NLP und Modeling auch noch hervorragende Zahnfüllungen machen kann? Wahrscheinlich würdest du mir nicht vertrauen, weil das Ganze ein bisschen plötzlich und überraschend kommt und du dann vielleicht sogar sagen würdest, wie, das würde ich gerne erstmal bei anderen Leuten sehen. Hast du da Referenzen? Kannst du mir 100 Leute nennen, die glücklich sind mit deinen Zahnfüllungen? Hast du irgendeine Art von Diplom oder sowas in der Richtung? Das heißt mit anderen Worten, du willst irgendeine Art von Indizien oder besser noch Beweisen, irgendwelche Belege, auf die du dein Vertrauen stützen kannst. Mit anderen Worten, Vertrauen kommt aus Leistung. Und zwar normalerweise nicht aus einer einmaligen Leistung, sondern aus einer wiederholten Leistung. Das heißt, je öfter etwas geklappt hat, je öfter ich etwas mit Erfolg gemacht habe, umso mehr wirst du vertrauen, umso mehr wirst du mir vertrauen. Das heißt, Vertrauen ist bedingt. Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich gleich die bedingte und die unbedingte Liebe unterscheiden werde, weil nämlich das, was die Leute bedingte Liebe nennen, ist normalerweise einfach nur Vertrauen. Und nachdem Vertrauen eben 99, 95, 91, 87, 80, 60% ist, also jetzt bei 40% fallen, würde ich nicht mehr unbedingt vertrauen. Also wenn du überlegst, da ist eine Brücke und eine wackelige Brücke, vielleicht irgendwie so, stell dir vor, so ein Abenteuerfilm, Urwald, Hängebrücke, aus irgendwelchen Lianen, einige Stellen schon durchgeschubbert und manche Bretter sehen morsch aus. Und über so eine Brücke drüber zu gehen, wirst du merken, da brauchst du ein gewisses Vertrauen in die Brücke. Und wenn dir jetzt jemand sagt, geh doch mal drüber, also
einer von fünf kommt gut drüben an, das ist ein vernünftiger Schnitt, dann wirst du dir denken, da gehst du nicht drüber, weil also dieser Brücke dein Heil, deine Gesundheit anzuvertrauen, wenn einer von fünf, 20%, nein, sorry, aber da vertraue ich nicht. Wenn das aber vielleicht nicht gerade in Dresden, aber ansonsten halt so eine Betonbrücke ist, wo du dir denkst, also wie viele Millionen Leute gehen da jede Woche drüber, dann kann man dem schon vertrauen. Das heißt, du wirst eine Abschätzung machen, hat das schon oft geklappt, wird das wieder klappen, kann ich das machen? Und drum, weil du aber nie bei 100% bist, gibt es einen Satz, wo man merkt, dass die Leute Vertrauen mit Sicherheit verwechseln. Und zwar ist das der Satz, ich habe dir vertraut, du hast mich einmal enttäuscht, ich kann dir nie wieder vertrauen. Und wenn du bei einer einmaligen Enttäuschung jemanden das Vertrauen entziehst, dann hast du Vertrauen mit Sicherheit verwechselt. Und drum hat mir mal ein Lehrer gesagt, der Trick bei Vertrauen ist, du musst vertrauen, du wirst enttäuscht und du wirst wieder vertrauen. Ich würde als Fußnote ergänzen, wenn du 2, 3 oder 4 Mal von irgendjemandem enttäuscht worden bist, dann würde ich anfangen, der Enttäuschung zu vertrauen. Also davon ausgehen, dass wenn der mich 4-mal enttäuscht, dann wird er mich auch ein 5. Mal enttäuschen. Aber grundsätzlich beinhaltet die Idee von Vertrauen die Enttäuschung, weil wir reden halt nicht über Sicherheit. Und von daher ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt auf dieser ganzen großen, weiten Welt keinen einzigen Menschen, bei dem du Sicherheit finden wirst. Und es gibt diesen wunderschönen Dialog aus Büchners Theaterstück Leonce und Lena, wo die Lena den Leonce fragt, wirst du mich ewig lieben? Und er antwortet sinngemäß, ewig ist eine ganz schön lange Zeit. Würden dir fürs Erste 3000 Jahre reichen? Ich denke mal, das ist so eine typische Erkenntnistyp-Antwort, wo sie vielleicht als Beziehungstyp jetzt das nicht so prickelnd fand. Aber die Grundidee stimmt natürlich. Also wirst du mich ewig lieben? Wirst du immer für mich da sein? Kann ich mich immer auf dich verlassen? Also bei all diesen Sätzen kannst du ganz klar sagen, nein, 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 selbstverständlich nicht. Ich bin ein sterblicher, fehlbarer, unvollkommener Mensch. Und von daher, du kannst mir weitestgehend vertrauen, aber ich werde auch mal irgendwann einen Ausfall haben, einen schwachen Moment, irgendeinen Moment, wo halt meine Ressourcen nicht da sind. Und von daher, ich bin glücklich, wenn ich dir 80, 90, 95% bieten kann. Aber gerade wenn wir wirklich eine Beziehung haben, wenn wir viel Zeit miteinander verbringen, dann kannst du dich mit Sicherheit darauf verlassen, dass ich dich auch mal enttäuschen werde. Und von daher, Vertrauen heißt, du wirst enttäuscht werden. Und Vertrauen heißt, dass du es einfach oft genug, es muss oft genug klappen. Und je wichtiger die Sache ist, also nehmen wir an, es geht um dein Leben und die Frage, ob du diesem Flugzeug und dem Piloten dein Leben anvertraust, da würde ich dann schon gerne eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, also weit in den 90ern obendrin, das wäre mir angenehm. Aber wenn es jetzt um irgendwie sowas geht, wie ob die neue Serie auf dem Streaming-Portal irgendwie was taugt, dann würde ich sagen, schalte sie ein und wenn sie nichts taugt, schalte sie halt wieder aus, aber mach irgendwie kein Ding draus. Also da ist ein Vertrauen von 30, 40% auch noch irgendwie eine Sache, die mir durchaus recht wäre. Lass uns noch einen kleinen Schwenk machen auf das Thema Selbstvertrauen. Also Selbstsicherheit gewinnst du ja nur an der Stelle, wo du einfach dir klar machst, du bist bei dir. Ich mache eine Fußnote für die Profis. Da hörst du wahrscheinlich auch bereits schon das Self-Nurturing als Format. Das heißt, Self-Nurturing ist das Format, mit dem wir Sicherheit, Vertrauen und Liebe nachträglich installieren können. Klammer wieder zu. Also die Selbstsicherheit gewinnst du daher, dass du einfach weißt, du bist bei dir dein ganzes Leben von Anfang bis Ende und es gibt noch irgendetwas Spirituelles, Ewiges, was auch von ganz von Anfang über alle Zeit bis zum Ende da ist. Das gibt dir Sicherheit. Aber im Alltag brauchst du auch ganz viel Selbstvertrauen. Selbstvertrauen heißt im Grunde, ich habe das schon so oft gemacht, meistens hat es geklappt, ich mache es nochmal, wird bestimmt auch wieder klappen. Gehe ich mal davon aus. Nun ist aber so, dass wenn wir von Leuten reden, wo wir sagen, boah, hat der ein Selbstvertrauen, dann denken wir ja meistens an Leute, die eben Dinge zum ersten Mal machen und trotzdem so ein gewaltiges Selbstvertrauen ausstrahlen, obwohl die das noch nie gemacht haben. Und da gibt es einen Trick, da gibt es den Trick des Meta-Selbstvertrauens. Und zwar Leute, die diese Art von Selbstvertrauen haben, die wissen normalerweise, ach Gott, ich habe schon so oft neue Sachen gemacht. Ich habe schon so oft Sachen zum ersten Mal gemacht. Das ist jetzt einfach nur ein
weiterer Punkt in meinem Leben, wo ich irgendwas zum ersten Mal mache. Wird schon klappen. Meistens hat es geklappt. Das heißt, du kannst auch dieses Selbstvertrauen auf einer Metaebene gewinnen. Das bedeutet, dass du allgemein darin vertraust, dass es schon im Großen und Ganzen gut gehen wird. Immer mit dem Hintergrund, Vertrauen ist keine Sicherheit. Das heißt, du kannst fest damit rechnen, dass auch du dich irgendwann enttäuschen wirst und dass auch das Leben dich irgendwann enttäuschen wird. Wir reden von Vertrauen und Vertrauen heißt, es ist wahrscheinlich, es ist sehr wahrscheinlich. Es ist möglicherweise sogar eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, aber es ist keine Sicherheit. Und von daher ist jetzt schon klar, wenn Sicherheit 100% ist und Vertrauen ist 99% sinken, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ist Liebe. Und das mag jetzt komisch klingen, aber Liebe ist wirklich das Gegenteil von Sicherheit und hat auch mit Vertrauen wenig bis nichts zu tun. Das heißt, in dem Augenblick, wo jemand kommt und sagt, zeig mir, dass du mich liebst, beweis mir, dass du mich liebst, tu dies und das dafür, dass ich sehe, dass du mich liebst, dann kannst du sagen, ja, bin ich eventuell bereit, wenn du für dich bereit bist, das Wort zu ändern und klar machst, dass du jetzt hier Vertrauen meinst und nicht Liebe. Weil Vertrauen braucht Leistung, Vertrauen braucht Beweise, Vertrauen braucht Indizien, Vertrauen braucht Wiederholung. Liebe nicht. Und dann Liebe ist nur dann Liebe, wenn sie halt einfach wirklich bedingungslos ist, wenn nichts dranhängt. Wenn du jemandem und dir selbst sagen kannst, du musst nichts dafür tun, dass ich dich liebe und dass du geliebt wirst. Du kannst nichts dafür tun, dass ich dich liebe und dass du geliebt wirst. Du kannst noch nicht mal irgendetwas tun, dass ich dich nicht mehr liebe oder du nicht mehr geliebt wirst. Das wäre wirklich Liebe. Also, dass es einfach komplett unabhängig ist, komplett unabhängig ist von irgendeiner Art von Leistung, von irgendeiner Performance, von irgendeinem Tun, von irgendeiner Wiederholung, Indizien, Beweisen und sonst irgendwas. Es ist einfach etwas, was da ist, und zwar als Liebe anderen Leuten gegenüber und als Selbstliebe. Und die meisten Leute haben dafür wenig Referenzen. Und ich glaube, die stärkste Referenz, die man dafür kennt, ist, wenn man halt selber Kinder hat. Weil gerade am Anfang, wenn so ein frisch geschlüpfter Mensch dann da ist und du den anguckst und ihm begegnest und dein Herz fließt über vor diesem wunderbaren hormongesättigten, serotoningeschwängerten Oxytocin und was das alles ist, Gefühlen, dann stellst du fest, dieses Wesen muss einfach nur sein. Es muss einfach nur da sein. Und du fließt über vor Liebe. Ja, man täte sich wünschen, dass das bleibt, ne? Bei den meisten bleibt es ein paar Wochen bis Monate und dann geht's schon los mit sei so lieb und iss auf. Das heißt, es werden die ersten Bedingungen geknüpft und manchmal ist es dann auch so, das Kind schläft nicht gut durch. Es schreit und schon wird es wieder ein bisschen schwierig mit der Liebe und so weiter und so fort. Wenn du da unterscheidest und sowas sagen kannst, du kannst im Extremfall sogar zu irgendjemandem sagen, ich liebe dich aus ganzem Herzen und ich kann dir nicht vertrauen. Das ist ein komischer Satz, ne? Aber es geht. Es geht wirklich. Dass dir klar ist, du kannst jemanden lieben und trotzdem auf der Verhaltensebene, und Vertrauen hat viel mit Verhaltensebene zu tun, ganz klar machen, es klappt nicht. Ich kann dir nicht vertrauen. Ich kann und mag nicht mit dir zusammenleben. Das ist aber unabhängig von der Liebe, die ich dir entgegenbringe. Weil Liebe ist in dem Fall und durchaus was Spirituelles. Und nachdem dieses Gefühl so groß und schier übermenschlich ist, haben die Leute irgendwann die ziemlich weise Entscheidung getroffen, dass sie es erstmal also auf eine spirituelle Ebene heben und mit Gott verbinden oder mit irgendetwas Göttlichem. Ich finde da sehr schön die Idee des Christentums. Also wenn du da mal guckst, wie das eigentlich genauso war mit Christus am Kreuz und warum der da gestorben ist, dann ist im Grunde die Botschaft des Christentums, ich hatte da eine sehr spannende Vorlesung in meinem Kirchenmusikstudium bei Monsignore Peter Tanzmann, ein grandioser Prediger, jemand, der mir so spannende Aspekte der Religion nahegebracht hat. Und der meinte,
Die christliche Botschaft lautet, du bist erlöst. Gott liebt dich. Und du kannst nichts, aber auch gar nichts von dir aus machen, um daran irgendetwas zu ändern. Weil Gott liebt dich. Gott liebt alle seine Kinder. Punkt, aus, Schluss, vorbei. Das ist nicht zur Diskussion. Und du kannst und musst nichts dafür tun, dass das so ist, weil Gott dich liebt. Punkt, 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 Punkt. Oder mit anderen Worten, weil du vielleicht, wenn du so ein bisschen Ahnung hast vom Christentum, denkst du dir, Moment, stopp, 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 wie war denn das nochmal mit der Sünde? Es gibt doch diese Sünde, mit der man da ganz schlimme Sachen machen kann. Ja, und da ist die eigentlich ursprüngliche christliche Botschaft, dass Christus am Kreuz gestorben ist, um die Erbsünde hinwegzunehmen. Das heißt, die Idee der Erbsünde, Adam und Eva im Paradies, war ein Thema des Alten Testaments, ist ein Thema des Judentums. Und die eigentlich christliche Botschaft ist es, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz eben diese Erbsünde, diese Urschuld hinwegnimmt. Das ist jetzt damit gut. Es ist getilgt, es ist fertig, Schluss, aus, Äpfel, vorbei. Dieses Thema können wir zu den Akten legen, denn Gott liebt dich. Diese Botschaft ist Hammer, die ist unglaublich. Und deswegen hat uns damals auch Monsignore Tranzmann darauf hingewiesen, dass irgendwelche Leute in der Politik ziemlich schnell gemerkt haben, stopp. Also Leute, die das glauben, sind schwer zu führen. Und deswegen wurde so ungefähr ums Jahr 300, 400 herum die Idee der Sünde wieder eingeführt, wurde also reaktiviert, wurde wieder hervorgeholt aus irgendwelchen Kisten. Und man dachte sich, damit man hier auch gesellschaftliche Funktionen erfüllen kann, und eine Religion muss auch gesellschaftliche Funktionen erfüllen, also damit die Religion die gesellschaftlichen Funktionen, auch durchaus die Steuerfunktion erfüllen kann, reaktivieren wir die Idee der Sünde und sagen, du kannst sündigen, das wäre dann auch nicht gut von Gottes Seite her. Und wir bauen noch einen weiteren Trick ein, nämlich wir etablieren eine bestimmte Berufsgruppe, wir nennen sie Priester, und die dürfen erstens ein gewichtiges Wörtchen mitreden, um nicht zu sagen entscheiden, was Sünde ist und was keine Sünde ist. Und noch besser, sie können lossprechen von der Sünde und schwupps, kann man die Leute wieder steuern. Ist doch angenehm. Aber die eigentliche ursprüngliche Botschaft des Christentums, die Botschaft, weswegen die frühen Christen singend in den Tod gegangen sind und alles, das ist die Botschaft, Gott liebt dich. Gut, Schluss, aus, fertig, vorbei. Selbstliebe. Selbstliebe. Ist jetzt die Frage, bedingt oder unbedingt? Also was musst du dir selbst gegenüber erfüllen, damit du dich liebst? Und du kannst in dem Fall Liebe auch fast gleichsetzen mit wertschätzt. Also Selbstliebe und Selbstwert sind sehr ähnliche Emotionen. Was musst du tun? Also wir hatten Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, jetzt kommt halt Selbstliebe, Selbstwert. Was musst du tun, damit du dich liebst? Und die korrekte Antwort lautet, nichts. Es reicht, dass es dich gibt. Es reicht, dass du existierst. Das ist alles. Und in dem Augenblick, wo du merkst, dass deine Selbstliebe von irgendwelcher Leistung abhängt, bist du in einer Suchtstruktur. Und da gilt der schöne Satz von meinem geliebten Lehrer Bernd Isert, der mal meinte, du wirst niemals genug haben von dem, was dich nicht wirklich befriedigt. Sei es, wenn du versuchst, Liebe durch Leistung zu ersetzen, wenn du glaubst, dass du durch Reichtum, durch Erfolg, durch irgendwelche Taten Liebe, Wertschätzung und Anerkennung bekommst. Selbst wenn du sowas Ähnliches bekommst, es wird das Loch nie stopfen, es wird das Loch nie erfüllen, weil du es mit Vertrauen, mit Leistung verwechselst. Also, tut mir leid, klappt nicht. Und auch wenn du andere Menschen findest, die dich lieben, das ist durchaus möglich. Es ist sogar eigentlich absolut zu erwarten, dass deine Eltern dich geliebt haben und vermutlich heute noch lieben. Bitte verwechsel das nicht mit Vertrauen. Das heißt nicht, dass im Verhalten alles immer wunderbar geht und dass immer nur fröhliche, freundliche Worte kommen und dass nie geschimpft wird und sowas in der Richtung. Das ist alles Vertrauen. Das ist alles Dinge, auf die man sich mehr oder weniger verlassen kann. Liebe ist das Grundgefühl, was man irgendjemandem gegenüberbringt. Die Verbindung, die halt nicht abreißt. Aber es wird vielleicht ein bisschen schwierig, sich diese Liebe ausschließlich und komplett bei anderen Leuten zu holen. Das heißt, ich würde dir an dieser Stelle sehr dazu raten, dich mit den Konzepten von Selbstliebe zu beschäftigen und mit der spirituellen Liebe.
Weil ähnlich wie bei der Sicherheit, da ist also wirklich die Gemeinsamkeit, dass es auch die Sicherheit an diesen beiden Stellen gibt, du existierst und es existiert etwas Spirituelles, geht das dann auch wieder bei der Liebe, dass die beiden Sachen, auf die du deine Liebe gründen kannst, ist die Existenz eines Wesens. Also wenn du irgendjemanden lieben möchtest, dann bitte einfach nur deswegen, weil es diesen Menschen gibt. Und wenn du dich liebst, dann bitte einfach deswegen, weil es dich gibt. Und wenn du darüber hinaus Liebe möchtest, ich sage jetzt nicht den Satz von Churchill, dann kauf dir einen Hund. Nein. Auch, außerdem meinte er das bezogen auf Vertrauen, wenn du willst, dass dir, wenn du, ich glaube, es war ein Spruch auf Vertrauen bezogen. Also außer bei dir, dafür, dass es dich gibt, und bei anderen, dass es die gibt, such sie auf einer spirituellen Ebene in der Idee von, dass du dich von Gott oder einer Göttin oder einem höheren Wesen oder dem Universum geliebt fühlst, einfach deswegen, weil es dich gibt. Diese wunderschöne christliche Idee, dass Wert und Liebe durch die Existenz des Menschen begründet sind, findest du übrigens auch im Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das heißt, das basiert auf einer urchristlichen Idee, dass niemand seinen Wert, seine Würde, seine Liebenswürdigkeit und alles das durch irgendetwas beweisen muss, sondern einfach nur, dass ein Mensch existiert, ist Grund genug, dass diese Person Würde hat, Wertschätzung verdient und in einer spirituellen Hinsicht auch Liebe verdient. Was nichts zu tun hat mit dem Verhalten und mit dem Vertrauen und bestimmten Sanktionen, die man auch bei unerwünschtem Verhalten geben kann. Also, ich fasse diesen ersten Teil kurz zusammen. Sicherheit ist 100%, war immer, ist und wird immer so sein. Und beim Erwachsenen gibt es nur zwei Sachen, die sicher sind, nämlich dich gibt's und du wirst irgendwann sterben. Vertrauen ist der Bereich zwischen 99% und 1%. Das ist also mehr oder weniger wahrscheinlich. Da ist die Enttäuschung mit eingepreist und von daher heißt Vertrauen, dass du vertraust, dass du enttäuscht bist, dass du wieder vertraust. Bitte nicht zu oft bei jemandem, der dich enttäuscht, weil sonst kannst du dich auf die Enttäuschung verlassen. Und das entsteht durch Leistung, durch wiederholte Leistung, durch Beweise und Indizien. Also dafür musst du was tun. Vertrauen muss man sich verdienen. Und bei Selbstvertrauen kannst du auf eine Metaebene gehen und sagen, ach Gott, ich habe schon so oft im Leben neue Sachen gemacht. Da mache ich halt jetzt einfach noch eine neue Sache mehr, wird schon klappen. Der Satz, ich habe dir vertraut, du hast mich einmal enttäuscht, ich kann dir nie wieder vertrauen, der verwechselt Vertrauen mit Sicherheit. Und Liebe ist dann 0%, und es ist vielleicht an dieser Stelle auch interessant zu wissen, dass Liebe etymologisch wirklich mit dem Wort Freiheit verwandt ist. Also Liebe, Liberty, da hörst du auch schon den Zusammenhang. Also Liebe und Freiheit haben viel miteinander zu tun, und dieser wunderschöne Buchtitel von Michael Lukas Möller, Die Liebe ist das Kind der Freiheit. Ich finde das ein ganz großartiger Buchtitel. Also ein wunderschöner Satz, weil die Liebe ist das Kind der Freiheit. Liebe ist bedingungslose Liebe. Der einzige Grund, warum du geliebt wirst und warum du liebst und warum ein Mensch dich liebt und du einen Menschen liebst, ist, dass die Person existiert. Sobald du dafür Leistung möchtest, wiederholte Leistung, einen Beweis, ein, wenn du mich wirklich liebst, dann tust du, dann verwechselst du es mit Vertrauen. Und da musst du wissen, ob du dich darauf einlassen möchtest, weil niemand auf der ganzen Welt kann dir Sicherheit geben. Du kannst bestimmt vielen Menschen auf der Welt vertrauen und es wird vermutlich auch einige Menschen geben auf der Welt, die du liebst und die dich lieben. Es ist alles drei da im Leben, man soll es halt nur auseinanderhalten. Und Liebe im Sinne von, ich kann dafür nichts tun, ich muss dafür nichts tun, ich kann auch nicht mal was dagegen tun, gibt's im Grunde auch wieder nur in der Vollform auf zwei Ebenen. Das eine ist halt die Selbstliebe, die bedingungslose Selbstliebe und die spirituelle Liebe. Trotzdem ermuntere ich dich, dich natürlich auch bei anderen Menschen darauf einzulassen, die zu lieben. Allerdings, wenn sie dich in irgendeiner Weise enttäuschen, wenn sie sich auf eine Art verhalten, die dir nicht gefällt, dann mach dir klar, dass das nicht notwendigerweise deine Liebe verändert, weil wenn doch, dann war es Liebeleistung, sondern dass du aus freier Entscheidung weiterliebst, nur halt nicht mehr vertraust. Das war Sicherheit, Vertrauen, Liebe. Wenn du daran etwas korrigieren möchtest, vielleicht weil du merkst, dass du als Kind zu wenig Körperkontakt hattest, dann ist die gute Nachricht, dass das mit NLP-Techniken wirklich gut geht. Es gibt da bestimmte Timeline-Techniken. Ich nenne das Arbeit mit der spirituellen Timeline. Das machen wir im Master. Und das Hauptformat ist Self-Nurturing, also Arbeit mit dem jüngeren Selbst, Arbeit mit dem älteren Selbst, Arbeit mit dissoziierten Selbsten.
Das sind Themen, die wir im praktischen neuen Master machen. Da gibt es unglaublich viel Material auch im Internet dazu. Da geht es halt darum, die WAKOK-Erfahrung zu machen, also die sinnespezifische Erfahrung, dass du da bist in deinem Leben mit dir und für dich die ganze Zeit. Und wenn du das dann nachholst, kannst du auch das Gefühl nachholen. Das war der erste Teil für Sicherheit, Vertrauen und Liebe. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, Liebe psychografisch. Da ist natürlich klar, dass die Liebe in den Beziehungsbereich gehört und zum Erkenntnisbereich würde dann sowas gehören wie Erkenntnis oder Wahrheit und zum Handlungsbereich gehört dann sowas wie das Gute oder Ordnung oder wenn du es eher so auf Spiraldynamik orange beziehst, dann denken viele Leute an Erfolg. Wobei Erfolg ist auf Blau und Grün dann nicht mehr so das riesengroße Thema. Da geht es wieder mehr eigentlich um sowas wie Ordnung. Das heißt, in der Psychografie hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die Liebe irgendwie nur in dem Bereich stattfindet. Übrigens, du kannst natürlich auch gucken, ob du Sicherheit, Vertrauen, Liebe psychografisch zuordnen kannst. Und dann würde Sicherheit zum Erkenntnisbereich gehören, weil die Erkenntnislogik ist Dinge, die so sind, wie sie sind, unveränderlich. Vertrauen bezieht sich auf die Zukunft, wird schon gut gehen. Und Liebe ist in dem Fall dann wieder der chaotische Wuschellogik, Fuzzy Logic, unvorhersehbare Beziehungsbereich. Also die Triade kann man ganz gut zuordnen. Also es gibt diese drei Arten, nennen wir es mal Liebe, Erkenntnis, Ordnung, die in der Psychografie sind. Und jetzt fragst du dich natürlich, ja Moment, wie ist denn das jetzt, wenn ich eine Beziehung eingehe? Muss die, soll die nicht auf Liebe basieren oder sowas in der Richtung? Und da muss man dazu sagen, ganz klare Antwort, nein, muss sie nicht. Und tut sie auch in Wirklichkeit nur ganz selten, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt. Also ich glaube, dass global betrachtet und die letzten paar tausend Jahre betrachtet, die wenigsten Beziehungen auf Liebe basierten. In den meisten Fällen, in den meisten Kulturen ist das so, dass die Eltern irgendwie die Ehepartner aussuchen. Und solltest du Kinder haben, dann wirst du vielleicht auch schon Momente kennen, wo du dir gedacht hast, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte für dich den Partner oder die Partnerin ausgesucht. Ich glaube, dass das zum Teil der elterliche Blick da gar nicht mal so verkehrt ist in der Wahl und mit langfristiger Zeitperspektive, aber die Zeiten sind vorbei, das gibt es nicht mehr. Die Idee von einer Wahl durch Liebe taucht in unserer Kultur so richtig ab dem Mittelalter auf mit den Minnesängern, ist aber immer noch ein Randthema, weil das halt ein Thema für die Dichtung ist und für manche Sonderfälle. Meistens wurde ausgewählt, dass die Ackerstücke zusammenpassen oder aus politischen Gründen. Also Österreich hat sozusagen Riesenlandmassen gewonnen ohne Krieg, einfach durch eine geschickte Heiratspolitik. Also glaub nicht, dass das da alles auf Liebe basierte. Dafür durfte man dann halt ein paar Affären haben nebenbei für die Lust, weil man sich vielleicht nicht riechen konnte. Aber Beziehungen basieren, weiß Gott, nicht nur auf Liebe, sondern wir sind ja im Psychografie-Dreieck. Ich möchte eine Idee vorschlagen, dass es mindestens drei grundverschiedene Arten von Beziehungen gibt. Und zwar eine im Beziehungsbereich, eine im Erkenntnisbereich und eine im Handlungsbereich. Und das Schöne ist jetzt, das weißt du vielleicht auch schon oder hast es durch eigene Erfahrung herausgefunden, wenn man sich so umguckt, wie Menschen zusammenkommen in einer Beziehung, da könnte man ja denken, dass wenn es drei Typen gibt, Beziehungs-, Handlungs- und Erkenntnistyp, und die mit irgendeinem anderen Menschen eine Beziehung eingehen, dann müsste ja dann rein statistisch gesehen in einem der Drittel der Fälle zwei gleiche Typen gehen. Also zwei Beziehungstypen, zwei Erkenntnistypen, zwei Handlungstypen. Wenn du dich aber umguckst im Leben und in der Welt, wirst du feststellen, das kommt so gut wie nie vor, dass sich zwei gleiche Typen zusammentun. Normalerweise sind es zwei verschiedene Typen und mich hat mal ein Teilnehmer darauf hingewiesen. Danke, Carsten, an dieser Stelle für deinen Tipp damals. Dass, wenn man sich so umguckt, meistens ist es der Mann, der im Entwicklungsbereich der Frau ist. Das heißt, die, wenn man einfach durchzählt, häufigsten Beziehungen sind der Beziehungstyp Mann mit der Handlungstyp Frau, der Handlungstyp Mann mit der Erkenntnistyp Frau und der Erkenntnistyp Mann mit der Beziehungstyp Frau. Das ist die Mehrheit. Eben die zweithäufigste Gruppe ist die Gruppe, dass die Rollen sich vertauschen, dass also die Frau im Entwicklungsbereich des Mannes ist
Und so gut wie nie kommt vor zwei gleiche Typen. Die einzigen Beispiele, die ich dafür kenne, sind jeweils zwei Beziehungstypen gewesen, was bei denen auch passt, weil die halt so variabel sind in ihren Anpassungsfähigkeiten. Das heißt, die können auch mal für eine gewisse Zeit Erkenntnis- oder Handlungstyp spielen. Nur ich habe kein Beispiel dafür, dass so eine Beziehung wirklich längere Zeit hält. Also die sind normalerweise nach ein paar ekstatischen, extremen, leidenschaftlichen, manchmal auch ungesunden Jahren sind die wieder vorbei. Das heißt, normalerweise kommen zwei unterschiedliche Typen zusammen und beginnen eine Beziehung. Und jetzt ist das Spannende, dass meine Beobachtung mir zeigt, dass die Beziehung zwischen diesen beiden dann im dritten Bereich ist, in dem Bereich, der frei bleibt. Das heißt, ich mache es nochmal. Der Beziehungstyp Mann mit der Handlungstyp Frau führt eine Beziehung im Erkenntnisbereich. Der Handlungstyp Mann mit der Erkenntnistyp Frau führt eine Beziehung im Beziehungsbereich. Und der Erkenntnistyp Mann mit der Beziehungstyp Frau führt eine Beziehung im Handlungsbereich. Das heißt, wir haben drei verschiedene Arten von Beziehungen. Und wenn du diese Idee dir anguckst, wirst du merken, das ist ja spannend. Es gibt ja unglaublich viele Beziehungsratgeber. Und jeder von diesen Beziehungsratgebern verkündet normalerweise, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich weiß jetzt den ultimativen Beziehungshack. Ich weiß jetzt, wie es geht. In diesem Buch findest du das Rezept für die ultimative glückliche Beziehung. Und wenn du dann reinguckst, findest du fast immer, dass eine dieser drei Beziehungen vorgestellt wird, entweder die im Handlungs- oder Beziehungs- oder Erkenntnisbereich, und sie wird absolut gesetzt. Alle sollten das haben müssen, weil es nicht anders geht. Das heißt, wenn du dir einen beliebigen Beziehungsratgeber nimmst, hast du eine Chance von 1 zu 2, dass es für dich passt. Also anders gesagt, wahrscheinlich passt es nicht. Und darum will ich dir jetzt kurz die drei Beziehungen vorstellen, dass du einfach mal guckst, was dich möglicherweise glücklich macht und hinweist, das gilt auch für Freundschaften und das gilt auch durchaus für Businessbeziehungen. Nur ist es da ein bisschen anders eingefärbt und von daher lass es mich jetzt mal hier klischeehaft, beispielshaft mit der normalen Hetero-Beziehung, mit dem häufigsten Modell machen. Also wenn du, ich fange mal jetzt in einer anderen Reihenfolge an, ich fange mal an mit der Kombination Handlungstyp und Erkenntnistyp, wer von beiden jetzt Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau ist, für die ist in dem Fall unwichtig, aber es kommen ein Handlungstyp und ein Erkenntnistyp zusammen und die Beziehung von den beiden startet dann wirklich im Beziehungsbereich, das heißt hier hast du wirklich die romantische Verschmelzung. Hier geht es um die Liebe, wie man sie sich normalerweise vorstellt, mit pochenden roten Herzen, mit Nachtigallengezwitscher, Mondenschein und Rosenduft, sowas in diese Richtung. Da ist es wirklich die Verschmelzung. Wenn du dir ein Bild vorstellst, wären das zwei Menschen, die einander anblicken. Das heißt, der Fokus der einen Person geht auf die andere und der Fokus dieser anderen Person geht auf die eine. Das heißt, sie sind aufeinander fokussiert und neigen halt Richtung Verschmelzung. Wenn du dir die Beziehung anguckst zwischen Erkenntnistyp und Beziehungstyp, wieder egal, wer Mann und Frau ist, dann startet deren Beziehung im Handlungsbereich und für diese Beziehung hat David Snart das wunderbare Wort gefunden, das ist die kollaborative Allianz. Das heißt, hier geht es darum, das Leben zu ordnen, das Leben anzupacken, Projekte, Ziele erreichen. Das bedeutet in vielen Fällen, wir machen erstmal beide irgendeine Art von Karriere, dann bauen wir ein Haus, dann kriegen wir Kinder, dann werden die Kinder zu wohlerzogenen Kindern großerzogen, dann wird irgendwann die Rente gesichert und dann wird im Alter vielleicht noch irgendwie ein Baum gepflanzt und ein Buch geschrieben, sowas in der Richtung. Das heißt, das ist im Grunde eine Arbeitsgemeinschaft. Und das ist eine Beziehung, die lebt davon, dass die beiden gemeinsame Projekte und gemeinsame Ziele haben. Wenn du da Spiral Dynamic Blau unterwegs bist, hast du es ganz einfach, weil da werden dir die Ziele vorgegeben von der Gesellschaft. In einem gewissen Alter macht man als Paar das und das. Großartig, auf der blauen Ebene als Pärchen dieses Leben zu leben. Wenn du das Ganze auf Orange machst, ist es so ein Power Couple, also wo dann eben die beiden gemeinsam loslegen und irgendwelche großen Ziele erreichen, also Unternehmensgründung oder was weiß ich, gemeinsam reich werden, gemeinsam berühmt werden, gemeinsam sonst irgendwas. Aber du brauchst irgendeine Art von Zielen. Und nachdem ja Beziehungen sich genauso entwickeln wie Menschen, kannst du davon ausgehen, dass aus der Zusammenarbeit sich dann die Liebe entwickelt. Das wäre also die typische Beziehung, die zum Beispiel am Arbeitsplatz beginnt.
Und dann haben wir noch die dritte Möglichkeit, das wäre, wenn ein Handlungstyp und ein Beziehungstyp zusammenkommt, die treffen sich dann für ihre Beziehung im Erkenntnisbereich. Da gibt es den zutreffenden, aber wie ich finde, ein bisschen bösen Satz von Michael Lukas Möller: Die Ehe ist die kleinstmögliche Therapiegemeinschaft. Ja, es geht aber auch ohne Therapie. Also bei dieser Beziehung geht es dann um persönliche Entwicklung. Das heißt, ich hatte dir ja gesagt, im Beziehungsbereich denkst du dir bitte zwei Menschen, die einander angucken, die also aufeinander fokussiert sind. Im Handlungsbereich stehen zwei nebeneinander und blicken gemeinsam auf etwas Drittes, auf eine Sache, auf eine Aktion, auf ein Projekt. Das heißt, die bilden dann mit dem Ding zusammen ein Dreieck. Und wenn du sie im Erkenntnisbereich dir vorstellst, dann wären das zwei Menschen, die stehen nebeneinander, vielleicht sogar tendenziell Rücken an Rücken und gucken eher jeweils auf sich selber. Das heißt, David Snatch hat in seinem ersten Buch, in dem, was im Deutschen schrecklicherweise heißt, die Psychologie sexueller Leidenschaft, hat er genau diese Art von Beziehung beschrieben. Und da hat er ein Bild drin, was klingt ein bisschen traurig, ist aber eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir sind wie zwei Planeten im Universum, also mit unglaublich viel Platz dazwischen. Zwei ganz eigene Wesen, die ihre eigene Bahn ziehen und das trotzdem in einem gemeinsamen Universum machen möchten. Wenn so ein Pärchen zur NLP-Ausbildung kommt, finde ich das ganz hervorragend, weil dann kümmern die sich um persönliche Entwicklung. Und dann gebe ich denen oft den Tipp, setzt euch nicht nebeneinander, setzt euch ein Stück auseinander. Besucht die beiden, besucht das Seminar im Grunde wie zwei einzelne Menschen. Kommt gemeinsam, verbringt die Pausen miteinander, also die Mittagspause, redet hinterher drüber, aber lasst euch in Ruhe während des Seminars, weil jeder will seine Erfahrung machen und manchmal spiegelt man sich im anderen, manchmal kriegt man Feedback. Und daraus ergeben sich gemeinsame Projekte, daraus ergibt sich Liebe und dann gehen die beiden Menschen und die Beziehung psychografisch ihren Weg in dem Psychografie-Dreieck herum. Gut, das war das. Und noch ein drittes Thema, das halte ich sehr kurz, weil ich hatte das neulich schon in einem Podcast mal erwähnt. Das ist eine Idee von Frau Birkenwiel. Die sagte, es gäbe dazu eine Harvard-Studie und wenn du Frau Birkenwiel kennst und sei es aus meinen Erzählungen, weißt du, Harvard-Studie war ihr Goldstandard, das war nicht mehr zu überbieten. Und nach dieser von Frau Birkenwiel zitierten Harvard-Studie gibt es drei extrem heilsame und spirituelle Gefühle, das wären in aufsteigender Reihenfolge Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen. Und Frau Birkenwiel meinte, diese drei Gefühle zu kennen wäre wichtig, weil ihre Geschichte war, dass wenn sie gerade im Businessbereich, in Business-Seminaren und im Business-Coaching spirituelle Ressourcen braucht, spirituelle Energie braucht und sie spricht davon. Und du musst dir klar machen, Frau Birkenwiel fing in den 60ern an als Business-Trainerin. Das waren noch deutlich andere Zeiten. Also sie meinte, wenn man mit so esoterisch-spirituellem Zeug kommt im Business, ist man sowieso sofort draußen. Manchmal braucht man aber die Ebene 7 Ressource, um bei Leuten was zu bewirken. Und da, meinte sie, ist im Businessbereich Dankbarkeit großartig. Also mit Dankbarkeit kommt man gut weiter. Wofür sind Sie dankbar? Dankbarkeitstagebuch. Wofür können Sie heute dankbar sein? Sprechen Sie im Herzen Ihren Kollegen für bestimmte Dinge Dankbarkeit aus? Im Herzen. Sie müssen es nicht laut sagen. Schreiben Sie Dankesbriefe und schicken Sie die nicht ab. So was in der Art. Also Dankbarkeit ist als erstes spirituelles Einstiegsgefühl, durchaus eine ganz großartige Idee. Und dann nach Frau Birkenwiel, das zweite darauf aufbauende Gefühl ist dann die Liebe. Und das heißt, wenn du dazu eine Übung machen wolltest, um diese Ressourcen zu aktivieren, wäre das die Frage, wen liebe ich und von wem werde ich geliebt? Immer in beide Richtungen, wen liebe ich und von wem werde ich geliebt? Und das kannst du dann auch gerne noch zeitlich strecken, dass du also durchaus auch sagst, wer hat mich mal geliebt oder wen habe ich mal geliebt. Da kann es zum Beispiel um Leute gehen, die jetzt nicht mehr lieben, denen du aber vielleicht weiterhin in Liebe verbunden bist, Liebe auf Zukunft gerichtet, wen werde ich lieben und wer wird mich lieben, ist vielleicht ein bisschen albernes Spiel. Aber wenn es bei dir was ins Klingen bringt, dann mach es durchaus trotzdem. Das ist also die zweite der spirituellen Ressourcen. Ich schätze mal, wenn du diesen Podcast hörst, ist das etwas, was für dich gut und normal zu machen ist. Das dritte Gefühl hat es in sich, verzeihen. Und darüber hatte ich ja auch einen eigenen Podcast gemacht, deswegen mache ich es hier nur ganz kurz. Aber auch da lohnt es sich durchaus, dass man mal eine Liste anfängt. Wem verzeihe ich? Wem habe ich in meinem Leben schon verziehen?
Wem würde ich gerne verzeihen können? Und auch da umdrehen, wer verzeiht mir? Wer hat mir verziehen? Und bei wem fände ich es so schön, wenn diese Person mir verzeihen kann? Das Tolle bei diesen Gefühlen ist, dass es von der Wirkung her keinen großen Unterschied macht, ob du sie aussendest oder empfängst. Du bist in jedem Fall in dem Gefühl drin. Das heißt, auch so eine Verzeihensliste, so ein Verzeihenstagebuch zu machen, ist super heilsam, ist super gesund und ist super spirituell. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass diese drei Emotionen, Verzeihen, Liebe und Dankbarkeit, auch alle drei Teil des hawaiianischen Ho'oponopono-Rituals sind, wo es ja auch genau darum geht. Also, es tut mir leid, bitte verzeihe mir, ich liebe dich und ich danke für die Transformation. Das heißt, die machen die gleichen drei Gefühle, nur halt in der anderen Reihenfolge, was in Ordnung ist, wenn man das Ganze, also wenn das in der Kultur einfach üblich ist. Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen. Ich habe auch versucht, diese Triade psychografisch zuzuordnen und bin gescheitert. Ich glaube, dass also Liebe, Beziehungsbereich ziemlich klar, Verzeihen, ja, es müsste sich auf die Vergangenheit beziehen irgendwie, weil du musst ja was verzeihen, was schon war. Aber bei Dankbarkeit ist es ähnlich. Ich kriege Dankbarkeit auch nicht in die Zukunft. Das heißt, ich behaupte mal, das ist eine Triade, die sich nicht psychografisch zuordnen lässt. Von daher ordnen wir sie einfach nicht zu. So, fertig. Es gibt aber noch einen Bonus. Es gibt noch einen Bonus. Und zwar, ich will dir noch mal ganz kurz davon erzählen. Ich habe vor 1,5 Jahren einen Newsletter geschrieben, Nummer 275, mit dem lockerflockigen Titel Glückliche Beziehungen trotz NLP. Und in diesem Newsletter habe ich die These in den Raum gestellt, dass nach meiner ganz persönlichen Beobachtung in den Seminaren, die ich gebe und besuche, also in der Seminarszene, in der NLP-Szene. Ich meine, es gibt ja ohnehin schon unglaublich viele Singles, aber ich habe das Gefühl, dass innerhalb dieser NLP- und sonst was Szene gibt es noch mehr Singles. Und erstaunlich viele von denen hätten doch gerne eine Beziehung, haben aber keine, obwohl sie NLP machen. Das ist aber komisch. Das ist aber wirklich sehr seltsam. Also, kann es sein, dass NLP irgendetwas macht, wodurch es schwieriger wird, Beziehungen zu kriegen, obwohl es doch eines der häufigsten Themen ist, weswegen Leute zum NLP kommen, dass sie gerne eine Beziehung hätten und sowas in der Richtung machen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe damals diesen Newsletter, 275 Folgen, ich glaube, es war eine sechsteilige Serie, habe ich geschrieben und der hat in einer Hinsicht eine Sonderrolle in all meinen Newslettern, die ich je geschrieben habe. Und zwar, ich habe es am Anfang geschrieben, ich teile jetzt eine Frage, auf die ich selbst keine wirkliche Antwort habe. Und ich würde mich freuen, wenn die, die das lesen, mit mir zusammen drüber nachsinnen, wie die Antwort sein könnte. Das führte dazu, dass ich auf diesem Newsletter auf der Edomanto-Seite die Rekordzahl von fast 50 Kommentaren bekommen habe. Unglaublich viele 50. Also wirklich, also es gab keinen zweiten Letter, wo es so viele waren. Und von diesen 50 Kommentaren waren gefühlt 45 der aussagemäßig, ich übersetze es mal in NLP und Psychografiesprache, hallo, ich bin Beziehungstyp, ich habe eine glückliche Beziehung und mein Tipp ist, folge einfach deinem Herzen. Und es ist wunderschön, das zu lesen, weil die oft auch so warm und so menschlich schreiben. Aber es ist, wenn du nicht gerade zufällig Beziehungstyp in einer glücklichen Beziehung bist, erstaunlich nutzlos, das zu lesen, weil es wird dann ein Schuh draus, wenn man das Ding umdrehen kann. Also wenn ein glücklicher Beziehungstyp in einer glücklichen Beziehung sagt, folge deinem Herzen, ist das schön. Aber die Frage ist, ob ein unglücklicher Beziehungstyp, der in keiner glücklichen Beziehung ist, eine Beziehung bekommt, wenn er seinem Herzen folgt. Und da ist mein Gefühl eher nicht ausreichend als Strategie. Und von Erkenntnis- und Handlungstypen schweigen wir mal einfach ganz komplett. Ich habe in dieser Reihe, die ich dir sehr zu lesen empfehle, halt verschiedene Ideen aufgeführt. Unter anderem kommt da auch ausführlich diese drei Beziehungen in der Psychografie vor, also die romantische im Beziehungsbereich, die persönliche Entwicklung im Erkenntnisbereich und die kollaborative Allianz im Handlungsbereich. Aber die Grundidee, die ich da aufgedröselt habe, ist ein bisschen angedeutet, was man ja weiß, dass heutzutage die meisten Leute tendenziell einen Wahnsinnsanspruch haben an irgendeine Art von Partner, was daran liegt, dass wir eine Gesellschaft haben, in der man keine Beziehung mehr braucht. Das heißt, die Notwendigkeit fällt weg, von daher ist Beziehung quasi ein nice to have. Luxus ist schön, wenn ich eine habe.
Nachdem aber das Single-Leben auch ganz angenehm ist, fragt sich natürlich der normale Mensch, wofür soll ich das aufgeben, das Schöne vor mich hin singen? Also es müsste dann schon was kommen, was besser ist und auch besser als ich und auch besser als alles bisherige. Und dann ist natürlich klar, dass wenn du einfach das wieder mal mathematisch anguckst, kommst du irgendwann drauf, dass die Person, die deinen Kriterien entspricht, die gibt es in ganz Deutschland ungefähr dreimal und von den drei sind zwei bereits in Beziehung. Das heißt, deine Chance ist 1 zu 80 Millionen. Viel Spaß bei der Suche. Und ich habe damals eine Sache nicht geschrieben, die will ich jetzt hier einfach anfügen, weil die ist noch ein Aspekt, der mir neulich aufgefallen ist. Wie komisch klingt eigentlich der Satz, den viele Menschen sagen, dass es von Beziehung zu Beziehung schwieriger wird, einen neuen Partner zu finden. Ich meine, man könnte doch im Sinne eines Change Histories es genau andersrum formulieren. Dass man sagt, das ist toll. Mit jeder Beziehung, die ich habe und hatte, habe ich wieder was gelernt und es ist leichter, beim nächsten Mal eine wirklich gute, glückliche Beziehung zu führen. Da wirst du schon merken, der Satz klingt aber komisch. Die meisten Leute sagen eher, dass es von Mal zu Mal schwieriger wird, sich noch auf jemanden einzulassen. Und da lohnt sich's nochmal einen Blick zu werfen, wie das kommt. Das ist nämlich ziemlich einfach zu deuten und da gebe ich dir dann noch quasi ein Denkgeschenk mit auf dem Heimweg. Bei den meisten Leuten ist es so, dass wenn die wieder mal eine Beziehung hinter sich gebracht haben, dann gab es in der Beziehung halt sehr viel Schönes und am Ende wahrscheinlich auch ein paar unschöne Sachen. Deswegen haben sie drei neue Ideen, was toll ist in der Beziehung. Das hätten sie bitte auch gerne in der nächsten Beziehung beim nächsten Menschen. Und sie haben drei neue Ideen, was für sie ein No-Go ist, was einfach überhaupt nicht geht. Und das soll bitte beim nächsten Menschen dann auch nicht sein. Das heißt, von Beziehung zu Beziehung wird die Anforderungsliste, was wünsche ich mir und was würde ich gerne vermeiden, wird länger. Beim anderen. Also nur beim anderen. Und das ist natürlich klar, das klappt nicht. Und wenn da noch dazu kommt, dass, und das war eine der Ideen, die ich in diesem Durchsatz vorgestellt habe, dass Leute, die NLP oder was Ähnliches machen, natürlich an ihrer Persönlichkeit arbeiten und sich selbst entfalten, entwickeln wollen. Das heißt, sie wollen ihren Weg gehen, sie wollen auf eine positive Art eigenartig werden und viele sagen, ich will mich nicht mehr verbiegen, ich will mich nicht mehr anpassen, ich will authentisch sein, ich will ich selbst sein, dann ist klar, dass du hier in eine logische Falle tappst, weil wenn die Liste, wie der andere Mensch sein soll und nicht sein darf, immer länger wird, aber deine Liste, deine Eigenarten und Kompromisslosigkeit wird auch immer länger aufgrund deiner persönlichen Entwicklung, bist du in kürzester Zeit einfach komplett beziehungsunfähig. Und deswegen, vielleicht mal so als Meditation, als Fantasiereise, überlege mal, du würdest in jeder Beziehung auch ein paar Ideen lernen, wie du dich verändern kannst, ein paar Sachen, die du machen kannst und ein paar Sachen, die du vermeiden kannst, um beziehungsfähiger zu werden, um in der nächsten Beziehung noch glücklicher zu sein. Bis du dann irgendwann durchaus auch mal vielleicht eine findest, die länger hält. Es ist ja auch die große Frage, wie weit das überhaupt heutzutage in unserer Beziehungstypwelt sinnvoll und nützlich ist oder ob das nicht völlig in Ordnung ist, wenn man halt mal eine Beziehung hat und keine hat und sozusagen Lebensabschnitt gefährden. Das ist, glaube ich, bei Menschen, denen persönliche Entwicklung sehr wichtig ist, häufig natürlich und auch völlig in Ordnung, dass, wenn man sich nicht die ganze Zeit im Gleichschritt entwickelt, also gleiches Tempo, gleiche Richtung, dann geht es halt eine bestimmte Zeit gut. Und von daher kann man sie auch als Ressource sehen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo man die Beziehung nicht mehr braucht, um sich gegen bestimmte Lebensrisiken abzusichern. Aber schön wäre es halt doch. Und von daher vielleicht auch mal die Liste verlängern. Wer verändert sich für wen? Wer darf wie eigenartig sein? Was würdest du bei der anderen Person tolerieren und was wärst du bereit zu investieren? Weil, wenn ich es mal ganz orange, handlungstypisch, sachlich, businessmäßig ausdrücke, wenn dein Qualitätsanspruch von Beziehung zu Beziehung mehr steigt, dann steigt natürlich auch der Preis im Sinne von, was du investieren musst, damit das Ganze klappt. Damit das Ganze schön wird, was du da machst. So, das war der Podcast Nummer 130 vom 15. Oktober zum Thema das 3x3 der Liebe. Ich hoffe, du hattest viel Vergnügen beim Zuhören.
Ich hoffe, du hast verstanden, dass es sich wirklich lohnt, diesen Newsletter zu abonnieren unter www.ralfstumpf.de/newsletter, damit du auch jeden Samstag diese tollen Texte bekommst. Und das war's für heute. Und nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle, liebevolle Zeit, auch mit dir selbst und mit allen anderen Menschen. Bis nächste Woche. Tschüss.